Ja, moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Empire Earth. Wir machen weiter mit der deutschen Kampagne. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Mit Mission Nummer 4, die Somme. Nach dem Rückzug der Russen aus dem Krieg wurden die deutschen Truppen zu einem letzten Großangriff von der Ost- an die Westfront verlegt. Die Hauptoffensive, Codename Michael, soll im Sommtal nahe Saint-Quentin stattfinden. Vielleicht kann man die alliierten Truppen besiegen, ehe neue Soldaten aus den eben in den Krieg eingetretenen USA eintreffen. Freiherr von Richthofen, der an einer Kopfverletzung leidet, die nicht heilen will, ist verbittert und müde geworden. Dennoch kann er die tapferen Bodentruppen nicht im Stich lassen. Er und sein Geschwader, die Jasta 11, sollen helfen, die Vorbereitungen der Deutschen vor dem Feind zu verbergen. Ja, der Manfred von Richthofen hat eine Kopfverletzung. Die hat er, soweit ich weiß, im Luftkampf mal davongetragen. Da war er irgendwie mit seinem Bruder oder so, glaube ich, mit unterwegs. Mit Jasta 11, da ist ja auch sein Bruder mit drin. Ich habe da irgendwann mal eine Doku zugesehen, ist schon wieder eine Weile her. Naja, wie auch immer. Missionsziele. Bauen Sie unentdeckt die größtmögliche Invasionsarmee auf. Beeilen Sie sich. Hat die Schlacht erst einmal begonnen, werden Ressourcen knapp. Findet jemand Ihre Truppen, muss er gefangen und ausgeschaltet werden, damit er seine Vorgesetzten nicht informieren kann. Zerstören Sie die feindlichen Stadtzentren in Peronne, Royer und Montetière. Bauen Sie anstelle dieser Kasernen. Alles klärchen. Hier nochmal die Geschichte für diejenigen, die sich dafür interessieren. Und dann würde ich sagen, geht's ab. Da Russland aus dem Spiel ist, haben wir alles reichlich, außer Zeit. Wir können Truppen und Ausrüstung anfordern, müssen uns aber sputen, ehe die Engländer unsere Basis finden. Alles klärchen, diesmal keine Zwischensequenz. Ja, ihr merkt sicherlich, es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe nämlich an der Version ein bisschen rumgewerkelt. Wir können jetzt weiter rauszoomen. Ich habe mal den Drecksmod installiert. Ja, das Ding heißt wirklich Drecksmod. Und damit kann man weiter rauszoomen. Es ist ein ganz anderes Spielgefühl. Man hat viel mehr Übersicht. Finde ich gut. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Ich habe allerdings erst kürzlich von dieser Mod erfahren, nämlich in einem Stream von Utwin. Der hat nämlich das mal mit der GOG-Version von dem Game gemacht. Da dachte ich mir, ja, patch das doch einfach auch mal nach. Ich habe auch noch ein bisschen ich habe hier auch die Neo Empire Earth Version jetzt installiert. Damit könnte ich, daher kommt wahrscheinlich auch hier diese Übersicht, die jetzt hier an der Seite ist. Die war ja sonst auch nicht da. So ein bisschen auf Age of Empires 2 angelehnt, glaube ich. Oder generell Age of Empires so. Vielleicht ist es im Multiplayer auch sowieso immer da, weiß ich nicht. Den habe ich ja nie wirklich gespielt. Auf jeden Fall gibt es da noch ein paar mehr Einstellungen für die Zufallskarte. Und man kann jetzt auch wieder auf Servern im Multiplayer spielen. Mit der Neo Empire Earth Version. Ist vielleicht auch mal was wert, kann man es vielleicht auch mal angucken, wenn wir mit den Kampagnen durch sind. Mal sehen. So, dann baller ich jetzt erstmal meine Ressourcen raus. Denn wie wir ja gehört haben, sobald wir entdeckt werden, war es das mit unseren Ressourcen. So, hier ist jetzt bevölkert. Ich brauche noch ein paar Bauern. Ich wünschte echt, man könnte das Soundbalancing ein bisschen anpassen besser. Das wäre echt schön. Aber ist leider nicht möglich. Naja. So, einen deutschen Offizier hole ich mir mal noch dazu. Wir haben unsere Flugzeuge. Da brauche ich, glaube ich, erstmal nicht so viel. Zivilisationsboni. Was nehmen wir? Infanterie verwende ich eigentlich sehr viel. Kavallerie können wir, glaube ich, schon gar nicht mehr benutzen, oder? Kann ich noch ein Kavallerie-Gebäude bauen? Stallungen? Hier waren sonst die Stallungen, oder? Ich sehe jetzt hier nämlich kein Kavallerie-Gebäude. Und ich glaube, in der nächsten Mission sind wir schon im Zweiten Weltkrieg. Da haben wir dann sowieso keine Kavallerie mehr. Deswegen denke ich mal, lohnt sich das nicht so. Panzer. Da sind die Upgrades noch relativ günstig.
Bauzeitsenkung wäre vielleicht mal ganz gut. Ganz schlecht auf jeden Fall. Reichweite vielleicht oder Panzerung? Die wären halt immer teurer, die Upgrades. Vielleicht stecke ich sie doch lieber woanders rein. Schiffe verwende ich eigentlich so gut wie nie. Bekehrungswiderstand. Aber ich glaube, es werden sau selten mal Priester verwendet. Gebäude, Mauern und Türme. Ja, kann man vielleicht gebrauchen. Ich glaube, hier würde sich am meisten lohnen, bei der Wirtschaft. Bringt uns bloß jetzt in der Mission an sich nicht viel, aber im Allgemeinen eigentlich schon. Aber vielleicht gehen wir doch lieber auf Einheiten. Ich würde vielleicht einfach mal den Angriff von der Infanterie hochmachen. Und dann können wir nochmal gucken, wo waren denn Belagerungswaffen? Ja, für die Haubitzen. Oder nee, die heißen nicht Haubitzen, ne? Na, ihr wisst schon, diese Dinger, die ich immer im Hintergrund hatte. Reichweite wäre ganz gut. Und dabei belasse ich es erstmal. Hier, die Dinger. Okay, die heißen einfach nur Artillerie, na gut. Von mir aus. Ihr könnt mir mal eine weitere Belagerungswaffenwerkstatt machen. Dann geht das Ganze ein bisschen fixer. Ihr geht zum Eisen. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, Ressourcen zu farmen, weil wir haben eigentlich übel viel Startressourcen. Das ist halt die Frage. Sehr gut. Aber wir sollen das auf jeden Fall auch alles verballern. Wir sollen eine richtig fette Armee aufbauen. Fertig. So, dann macht ihr mir noch mal eine Panzerfabrik. Denn da müssen wir die auch ein bisschen beschleunigen, hier die Bauzeit. Kann ich Ihnen helfen? Gut. Fertig. Unverzüglich. Okay, jetzt kommen sowieso nur noch zwei Bauern. Hier würde ich vielleicht mal tatsächlich einstellen, die Produktion. Kann ich helfen? Unverzüglich. Kann ich Ihnen helfen? Gut. Gehst nochmal zum Stein. Na, wobei Stein brauchen wir, glaube ich, eher weniger. Zum Gold. Okay. Ich mach nochmal 6 Bauern, die nehmen wir mit zum Angriff nachher. Die können sich hier unten sammeln. Infanterie ist gerade gut am Produzieren. Okay, 20 ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich mach mal 10 in jeder Kaserne. So, Artillerie kann noch ein bisschen was raus. Die wieder ein bisschen runter, dass das ausgeglichen ist. Und dann können hier nochmal Panzer produziert werden. Wir wurden entdeckt. Kann ich helfen? Wo? Okay, hier. Der Feind darf von unserer Anwesenheit keinen Wind bekommen. Jagt den Eindringling. Ja, das kann Manfred machen. Ist gar kein Problem. Habe ich gerade noch Bauern zur Verfügung? Ja, du. Komm mal her. Mach mir mal eine Luftabwehr. Okay. Easy geklappt. Manfred einfach der Herr der Lüfte. Man kennt ihn. Ja, Kommandant. Jawohl. So, ihr sammelt euch mal alle hier. Wir haben noch übel viel Bevölkerungslimit übrig, sehe ich gerade. Aber es wird ja auch noch ein bisschen was produziert. Das wird sich gleich noch ändern. So, ich sollte den Gegner aber auch nicht unterschätzen. Ich sollte noch ein bisschen Verteidigung bauen. Für den Fall, dass der hier rüberkommt. Da kommen sie nämlich schon, die kleinen Säcke. Wieder mit so vereinzelter Infanterie kommen sie angeschlichen. Okay, Manfred, du kommst zurück. Okay, eine Luftwehrstation ist fertig. Dann machen wir noch eine zweite. Und du könntest mir mal ein Türmchen bauen. Machen wir mal dahin. Ich hätte gerne einen Sammelpunkt hier. So, ich weiß gar nicht, reicht das an Artillerie? Wird noch was produziert? Ja, es wird noch ein bisschen produziert. Okay. Aber Upgrades können wir schon mal machen. Bei Artillerie würde ich auf jeden Fall Reichweite und Schaden ballern. Gebietseffekt wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, komm. Machen wir auch noch mit rein. Ja, Kommandant. Bei den Panzern.
würde ich tatsächlich Trefferpunkte und Schaden mal ballern. Okay, wir können noch einen machen, dann nehmen wir noch Reichweite dazu. Ja. Infanterie, Lebenspunkte, Schaden, Reichweite. Nochmal Schaden. Ja, wir machen nochmal Schaden. Und nochmal Life Points. Okay, da kommen sie schon wieder. Jungs, schnappt ihn euch. Sehr gut. Der darf nicht hinkommen. Aber die sind so lahmarschig. Vielleicht hole ich Manfred nochmal dazu. Ja? Was für ein Sportsmann. Verfolgt den mal. Mein Kommandant, jawohl. Ja? Himmelwärts. Die sneaken sich hier jetzt die ganze Zeit an. Das ist ja mega ätzend. Was für ein Sportsmann. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist er. Himmelwärts. Manfred, mach ihn weg. Was für ein Sportsmann. Wir wurden entdeckt. Das Ziel. Okay, der ist erledigt. Himmelwärts. Jeder knallt den ab. Sehr gut. Ich brauche mehr Türme. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich helfen? Ich hätte gerne den General. Und ihr baut mir einen weiteren Turm, und zwar hier oben. Mein Kommandant. Sehr gut. So, die werden gut von der Luftabwehr runtergeholt. Immer sehr schön. Aber seid mal ganz ehrlich, das ist doch viel geiler, wenn man so weit rauszoomen kann, oder? Ich meine, das Maximalste, was ging, war, glaube ich, das hier. Über den Engländern, die keine Ahnung haben. Aber man wird uns bald entdecken. Auf nach Perron! Das hier war, glaube ich, das Maximalste, was ging an rauszoomen. Und jetzt geht einfach das hier. Mashallah. Ich kann nichts mehr ausbilden, ne? Ja, wir haben Maximum an Bevölkerungslimit. Dann seid ihr mir die 3, ihr mir die 2 und ihr kommt mal hier runter zum General, damit ich euch auswählen kann. Ihr seid die 1. Sehr gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich würde nochmal kurz speichern, nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Let's play. Speichern. Und da muss ich mal ganz kurz die Aufnahme checken. Einen Moment. So, da sind wir wieder. Auch perfektes Timing. Ich habe rechtzeitig gespeichert und kurz danach ist es einfach abgeschmiert. Holy shit. Aber gut. Ist ja kein Problem. Wir machen genau da weiter, wo es aufgehört hat. Ja. Sehr gut, Kommandant. Okay, hier hinten ist also das Ziel nachher. Oh Junge. Okay, wir haben 24 Punkte noch übrig. Ich musste da jetzt draufdrücken, diese Krone da unten, das hat so... Ah, das war so ein Klickköder. Infanterie könnten wir noch ein bisschen erhöhen. Ich bin immer so unentschlossen, ich will nichts Falsches nehmen. Wir könnten einfach mal Panzer reinballern, oder nicht? Komm, Panzerangriff, rein da. Nehmen wir. Ein paar Punkte lasse ich mal noch übrig. Kann ich Ihnen helfen? Konnte man... Hier kann man alle untätigen, ne? Oh nein, das ist immer nur ein Untätiger. Kann ich Steuerung gedrückt halten und dann... Nein, schade. Warum sind hier so viele untätige Leute? Ist denn mit euch? So, ihr könnt mal mitkommen. Euch brauche ich sowieso später noch an der Front. Oh lol, ich kann ja gar nichts bauen, ne? Ich habe keine Ressourcen mehr. Ich habe mir die Ressourcen abgezogen. Okay, ich brauche Stein. Ich muss ja Kasernen bauen. Nee, Holz brauche ich. Okay, dann holt ihr mir mal jetzt alle Holz. Okay. Euch belege ich mal schnell auf die 4 und dann rücken wir mal weiter vor. Lol. Hab mich gerade schon gewundert, warum meine Shortcuts nicht funktionieren, aber ich habe zu weit links gedrückt, weil die Tastatur verschoben ist. Alter, wie viel Artillerie ich einfach habe. Perfekt. Mein Kommandant. Sehr gut. Ja, jawohl. Ja, Kommandant. Ich finde das viel geiler, wenn man rausgezoomt ist. Es ist so perfekt. Es hat sich sowas von gelohnt, den Drecksmod zu installieren. Also versteht mich nicht falsch. Nicht der Mod ist scheiße oder so, der heißt Drecksmod. Mein Kommandant. Sehr gut. Okay. Ah.
Boah. Kennt ihr diesen Energy aus Polen? Hier diesen ganz billigen. So eine 0,25 Liter Dose. Steht Engine oder so drauf. Also N-G-I-N-E. Energy Classic V12. Wo immer irgendwelche Leute drauf sind. Ich glaube, vor einer Weile war da so ein komischer... Ey! Ein komischer Baseballspieler drauf. Ich brauche mal kurz meine Flugzeuge hier. So ja nun nicht. Da war letztens noch so ein komischer Baseballspieler drauf. Jetzt ist da so ein Auto drauf und so zwei Typen. Den trinke ich gerade, weil mein Vater war vor einer Weile mal in Polen unterwegs und da hat er mir einfach mal so eine Stiege mitgebracht. Auf Auftrag. Darunter war auch eine Stiege Red Bull. Die ist leider schon weg, deswegen muss ich jetzt mit dem klarkommen. Und der schmeckt echt nur so mittelmäßig. Ich habe den irgendwie besser in Erinnerung. Irgendwie mittlerweile. Qualität ist ein bisschen gesunken, habe ich so das Gefühl. Ich sollte mal ein Review-Video zu Energy Drinks machen. Okay, jetzt haben sie sich wieder verpisst. Jetzt, wo ich meine Jagdstaffel rausgeholt habe, jetzt haben sie keinen Bock mehr. Okay, ich würde die Infanterie mal hinten halten. Ich habe jetzt halt keine Kavallerie zum Spähen oder so. Schick mal einen Panzer vor. Der wird jetzt mal als Speer missbraucht. Wir werden angegriffen. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Ach, jetzt kommt ihr wieder rausgekrochen, ey. Kann ich helfen? Ich brauche dann nochmal Luftabwehr. Okay, hier ist erstmal nix soweit. Da ist eine Gegnerbase. Erstmal schauen, ob der irgendwo Artillerie hat. Ja, er hat Artillerie. Oh ja, und wie er Artillerie hat. Okay, Panzer. Vormarsch. Lol, meine Artillerie kann wirklich so weit ballern. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die von da drüben bis hier hinschießen kann. Aber gut, wir sind volle Kanne auf Reichweite gegangen. Und die haben obendrein ja noch durch unsere Zivilisation den Bonus. Ah, macht erst die Artillerie weg. Erst die Artillerie, nicht so auf dem Haufen. Teilt euch ein bisschen auf. Scheiße. Ich hasse es, wenn die Gegner Artillerie verwenden. Oh, hätte ich jetzt Kavallerie gehabt, wäre ich da einfach so reingeritten. Mach die weg jetzt. Oh, ich habe gerade so viele Panzer an dieser Artillerie verloren. Das ist echt nicht schön. So, und jetzt auf die Panzer. Infanterie kann jetzt auch nachrücken. Oh, ich habe so viele Verluste gerade. Artillerie, wenn die Gegner Artillerie haben, ist es echt nicht nice. Artillerie ist schon echt OP auf gewisse Art und Weise. Wenn man keine Kavallerie hat, dann ist Artillerie echt krank. Und der Sound ist auch schon wieder übel laut. Das tut mir echt ein bisschen leid, aber ich kann das nicht anders balancen. Sonst sind die Stimmen viel zu leise. Das geht gar nicht dann. Artillerie, bitte einmal richtig reinballern hier jetzt. Ich will's knallen hören, los. Ja. Geil. So gefällt mir das. So. Die Siedlung haben wir. Stadtzentrums Peron. Ist das hier jetzt eins von diesen Städten oder ist das einfach nur so nebenbei? Ich muss mal kurz... Warte mal. Kann ich nicht bei der... Wo waren das? Hier. Montetier. Ne, wir sind jetzt da oben. Okay, das zählt also noch nicht dazu. Alles klar, gut zu wissen. Wollte ich nur mal kurz geklärt haben. Heißt, hier brauchen wir erstmal nichts bauen. Wir müssen einfach nur weiter. Allerdings habe ich halt gerade so viele Leute verloren und das war nicht mal... Das war einfach nur so ein Nebenteil. So, hier geht's weiter. Ich bräuchte jetzt eigentlich mehr neue Panzer.
Ich habe jetzt halt auch keine Startressourcen mehr. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe jetzt halt genug Holz. Ihr könntet jetzt tatsächlich mal mir wieder ein bisschen Eisen holen. Dann kann ich ein paar Panzer nachbilden. Mein Kommandant? Ja, Kommandant, Roger. Ich würde ja am liebsten mit der Infanterie immer vorgehen, aber ich... Sobald da einmal eine Artillerie in meine Infanterie reinschießt, sind die halt alle weg. Und das kann ich echt nicht gebrauchen. Nur zu, okay. Ja, Kommandant, Roger. Ja, Kommandant, Roger. Okay, einfach nur mal die Sicht aufdecken und die Artillerie macht den Rest. Der hat gescheppert. Okay. Ja, sehr gut. Wir werden angegriffen. Lol, Bomber. Verpiss dich, Alter. Wofür habe ich hier eigentlich Luftverteidigung zu stehen? Die macht ja nix. Die lässt den Bomber einfach durch meine Base fliegen. Kann ich Ihnen helfen? Fertig. Unfassbar schon wieder. Unverzüglich. Ja, Kommandant Roger. Okay, so, ihr kommt mir mal hier rüber. Eigentlich müsste ich das smart ausspielen. Ich brauche eigentlich bloß einen, der hier mal rüber geht und die Artillerie kann drauf ballern, wenn da was kommt. So wie hier zum Beispiel. Los. Wir werden angegriffen. Jawohl. Ey, die Explosionen sind halt so unfassbar laut. Aber wie gesagt, ich kann es nicht anders balancen. Gut, die Luft scheint rein zu sein. Oh, so viel dazu. Kommt mal zurück. Kann die Artillerie da hinschießen? Noch nicht. Angriffsbereich. Hier. Jawohl. Macht das eigentlich auch Friendly Fire? Das wäre gut zu wissen, wenn... Wir werden angegriffen. Aber es scheint nicht so zu sein. Wir werden angegriffen. Alter, hallo, da steht doch eine Luftabwehr. Mach doch irgendwas. Ich hole jetzt meine Jäger raus, ist mir egal. Ja, Kommandant. Okay, Artillerie einmal rüber. Wir werden angegriffen. Ja, sehr gut. Junge, was... Wäre ich denn hier die ganze Zeit? Da ist schon wieder ein Bomber. Jetzt mach die doch mal weg, endlich. Ich brauche mehr Luftabwehr. Alter, scheppern die mir den Turm weg. Ah, naja, egal. Scheiß drauf. Was schert es uns, was da hinten passiert? Wir sind hier gerade am Vorstoßen, ist viel wichtiger. So, einmal drauf da. Ja, Kommandant. Oh, Panzer. Ja, sehr gut. Ja, Kommandant. Okay, die Panzer hat's erwischt. Ja, jawohl. Hä? Oh, Alter, Autosave. Ich hab grad gedacht, das Spiel schmiert schon wieder ab. Alter, verpiss dich doch, du Scheißflieger. Oh, jetzt kommen da noch mehr. Scheiße. Das ist gemein. Der hat nicht genug Treibstoff, um da jetzt einzugreifen. Das ist... so fies. Ja, sehr gut. Jo, wie viele? Nein, ein Bomber. Nein, Jungs, weg da. Nein! Nein, meine Infanterie! Ja, Kommandant, Roger. Alter, leck mich am Arsch. Warum haben die so viele Bomber? Die fliegen nach da unten. Ja, wir müssen das Flugfeld sowas von wegmachen. Ja, Kommandant, Roger. Da kenne ich jetzt nichts. Das Flugfeld wird weggemacht. Okay. Es reicht. Irgendwann ist auch mal genug. Jawohl. Wenn ich doch nur noch Startressourcen hätte. Ja klar, hier komme ich wieder nicht durch, weil hier überall Bäume sind. Oh, das sind Panzer. Aber die ignorieren mich. Okay, doch nicht. Okay. Ja, sehr gut.
Nein, 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 nein. Alter, wie oft können die das... Was? Ach, diese Pissbomber, Alter. Ganz im Ernst, was eine Scheiße. Nein, da ist schon wieder ein Bomber. Alter, wie... Jo, mach mir halt alles kaputt. Was? Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Verpisst euch jetzt mit euren Bombern. Die haben doch niemals genug Treibstoff, um darüber zu fliegen. Die Infanterie kann die halt auch nicht angreifen. Was voll unlogisch ist. Wo ist jetzt dieses scheiß Flugfeld? Das muss weg. Nein. Nein. Wir werden angegriffen. Das ist verloren. Das ist sowas von verloren. Ich habe kaum noch Truppen, ich habe keine Ressourcen, um nachzuproduzieren. Ich kann neu starten. Alter, diese scheiß Bomber. Wie viele Flugzeuge sind hier? Sehr gut. Alter, das kannst du dir doch nicht ausdenken. Jawohl. Ich sehe nicht mal, wo dieses Flugfeld sein soll. Sehr gut. Ja, ich muss das definitiv neu laden, aber vielleicht schaffe ich es noch zu gucken, wo dieses Flugfeld ist. Könnte ich da vielleicht mal einen Bomber reinschicken? Alter, das ist doch unnormal, wie die Bomber einen wegmachen. Das kannst du einfach keinem erzählen. Sehr gut. Wo kommen die her? Müssen ja von hier hinten irgendwo so hin. Ja klar, da oben steht noch Artillerie. Jawohl. Ich finde dieses Flugfeld nicht. Jawohl. Naja, gut, okay. Wir laden mal neu. Was war der letzte Autosave? Du hier, ne? Naja, jetzt kommt ja auch jedes Mal diese... Das ist jetzt von der Neo Empire Earth Version. Da kommt jetzt jedes Mal dieser komische Screen hier. Wir werden angegriffen. Och komm, los, rüber jetzt, zurück. Alle zurück. Es reicht. So eine Kacke. Ich hab halt keine Ressourcen. Ach Mann. Okay, wisst ihr was? Pumpt mir hier jetzt mal richtig Dorfbewohner. Ich will jetzt hier wieder Ressourcenfluss. Es reicht jetzt. Mein Kommandant, jawohl. Fertig. Du machst mir hier einen Flughafen. Dann will ich meine Jäger hier hinten hier haben. Im Feindesland müssen unsere Gebäude bewacht werden. Ein Mann in Sichtweite von jedem. Sonst sind sie nutzlos. Ernsthaft jetzt? Alter, wie lange kann der mich verfolgen? Hau ab jetzt. Nervensäge. So, diesmal gehe ich nicht ohne Luftunterstützung da rein. Und ich brauche auch mehr Panzer. Und ich speichere mal eben.